Ein Leben lang streben die Wikinger nach Ehre, um nach ihrem Tod mit Gottvater Odin in Valhall zu speisen und zu feiern. Aber in jüngster Zeit ist Odin genervt und nicht in der Stimmung, dahergelaufene Möchtegernhelden zu empfangen. Schuld daran ist sein jüngster Sohn, Leko. Schon früh zeigte der zarte Knabe einige für Wikinger recht ungewöhnliche Neigungen und Talente, statt sich mit Waffenübungen und Trinkgelagen zu beweisen. Bis Odin der Kragen platzt. Er verbannt Leko unehrenhaft auf die Erde, wo dieser sich wenigstens mal nützlich machen soll, als Gott, der Baumeister. Doch Leko hat einen Plan. Durch ihr gemeinsames Schicksal verbunden, schließt er sich mit den verschmähten Helden zusammen. Allen Gefahren zum Trotz wollen sie sich Odin als würdig erweisen und den Weg zurück nach Asgard wagen, hinauf auf die Valhalla Hills. Doch als die ersten Krieger in Asgard Einlass begehren, ist Odin kaum beeindruckt. Um an meiner Tafel speisen zu dürfen, bedarf es mehr Ehre. Einer Menge mehr Ehre. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play von Valhalla Hills. Und wie ihr in der kleinen Vorgeschichte, im kleinen Intro gesehen habt, geht es ja um so einen kleinen Wikinger-Clan, der von Odin verstoßen wird. Und ja, irgendwie versuchen muss, doch noch irgendwie Richtung Valhalla zu gelangen oder nach Asgard. Und das erreichen sie nur, indem sie verdammt viel Ehre anhäufen. Und Ehre erlangt man in diesem Spiel, indem man ja die kleinen Inseln, die einem so dargeboten werden, befreit und ja quasi meistert. Das Ganze zeige ich mir mal ganz kurz. Erst erstellen wir uns mal ein kleines Profil. Das Ganze ist ein Aufbaustrategiespiel und ja, so ein kleines bisschen angelehnt an Siedler. Nur, dass die Karten am Anfang besonders relativ schnell zu Ende sind, dann fängt man wieder von vorne an, muss sich neu aufbauen und wieder das Ziel erreichen. Das Ziel ist immer die Bergspitze dieser kleinen Insel. Und ja, wie gesagt, das Ganze lässt sich am besten zeigen im Spiel. So, mein Volk. Ehre der Wikinger. Ehre. Durch all ihre Taten, bei der Arbeit und vor allem im Kampf, gewinnen deine Wikinger Ehre. Wie viel jeder Wikinger an Ehre gesammelt hat, kann in der Wikinger-Übersicht im Hauptmenü verfolgt werden. Im Startbildschirm wiederum wird dir auch gezeigt, wie viel seines Weges nach Valhalla dein ehrenhaftester Krieger bereits zurückgelegt hat und wie viele Wikinger schon die Valhalla Hills erklommen haben. Haben die Wikinger einmal Valhalla erreicht, können sie trotzdem weiter ins Spiel gerufen werden. Sie besitzen dann jedoch mehr Kraft und Ausdauer. Das ist ja im Endeffekt das gesamte Ziel. Man muss halt so viel Ehre erlangen, dass seine Wikinger nach Valhalla kommen. Es wurden noch keine Wikinger ins Spiel gerufen, genau. Dazu müssen wir erstmal eine neue Karte erstellen. Statistik wird sich natürlich jetzt auch noch nicht lohnen, da reinzugehen. Wir beginnen einfach mal eine neue Karte. Verschiedene Spielmodi, Schwierigkeitsgrade. Jetzt kannst du zwischen Standard und freiem Spiel auswählen. Das Standardspiel startet sehr einfach und wird durch deinen Spielfortschritt immer neue Elemente und Schwierigkeitsgrade freischalten. Wenn du schon früh echte Herausforderungen suchst, kannst du jederzeit ein freies Spiel starten. Dort sind alle Spielelemente sofort verfügbar und der Schwierigkeitsgrad entsprechend hoch. Tippkarten können jederzeit neu ausgewürfelt werden, ohne dass man Fortschritte, die man bereits erspielt hat, verliert. Wenn dir also eine Karte nicht gefällt oder sie zu leicht schwer ist, starte einfach eine andere. Und ich würde sagen, wir beginnen ein Standardspiel. Okay, Kartencode. Ja, ich weiß gar nicht, ob das... Ah, okay. Also, indem wir die Standarte wählen. Wir nehmen natürlich Standard und haben da natürlich noch wenig Auswahlmöglichkeiten, was Breite und Höhe betrifft. Bergtypus gibt es auch hier nur normal. Berge oder Bergzwerge erlauben und auf Wikingerart schwierig. Ist auch nicht freigeschaltet im Standardmodus. So, wir beginnen unsere erste Karte und beginnen gleichzeitig auch das Tutorial zu Valhalla Hills. Willkommen, Leko, Gott des Bauens. Beweise deinem Vater, dass du würdig bist, nach Valhalla zurückzukommen, indem du zufällige Missionen bewältigst, die deinem Fortschritt angepasst sind. Alles, was du machst, kann neue Möglichkeiten und Herausforderungen eröffnen. Dein Ziel ist es, deine Anhänger immer wieder auf die Gipfel Valhallas zu führen und dabei Ehre zu sammeln durch den Bau von Gebäuden, Kampf oder Opferung. Im Baumenü unten am Bildschirm sind die Gebäude für die Produktion, den Transport und den Kampf erteilt oder unterteilt. Öffne das Baumenü. Das Baumenü finden wir hier. Produktion,
Und da haben wir schon unsere ersten Wikinger abstürzen sehen. Das ist jedes Mal zu Beginn einer neuen Karte immer der Fall. Das Bauen. Holz wird für nahezu alle Bauformen benötigt. Darum lass frühzeitig einen Holzfäller bauen, möglichst in der Nähe von Bäumen. Bei jedem Bauform solltest du auf die Bauuntergründe achten. Ist der Bauuntergrund grün, verbrauchen die Wikinger weniger Rohstoffe und für die Fertigstellung als auf einer gelben, orangen oder sogar rot markierten Position. Denk dran, alle Arbeitsgebäude haben einen Radius, in dem der Arbeiter seiner Profession nachgeht. Man kann ihn sich anzeigen lassen, indem man das Gebäude auswählt. Wege vergrößern diesen Radius. Und unser erstes Ziel wird es natürlich sein, erstmal einen Holzfäller zu bauen. Denn, wir haben gelernt, Holz ist wichtig. Holz ist die Ressource allen Grundes in diesem Spiel. Hier unsere ersten Wikinger, die quasi gelandet sind. Da haben wir einmal den Ingolf, den Bjarne. Dann haben wir hier Edda, den Knut und die Ragnar. Den Ragnar? Ich weiß gar nicht. Portale. Deine Wikinger haben ein Portal entdeckt, hinter dem hoffentlich Bifrost liegt, jene Regenbogenbrücke, die sie nach Asgard bringt. Meist werden die Portale allerdings von Wesen oder der Unterwelt bewacht. Sobald du ein Portal öffnest, können sie in deine Welt eindringen und dein Dorf angreifen. Verteidige dich dagegen oder besänftige die dunklen Gewalten durch Opfergaben. Dazu später mehr. Öffne nun das Portal, um in die nächste Mission zu starten. Die bösen Mächte schlafen noch und werden deine Wikinger diesmal noch nicht angreifen. Also ihr seht, hier ist immer das Ziel, dieses Portal. Und wenn wir das Portal öffnen, dann haben wir quasi die Karte, gemeistert. Und erlangen ein wenig Ehre und kommen zur nächsten Karte. Es ist natürlich jetzt ein bisschen sinnlos, dass ich jetzt was baue, denn wir haben diese Karte eigentlich schon beendet. Ich werde trotzdem jetzt einfach den Holzfäller bauen lassen. Gebäude ausschalten, umziehen, abreißen. Manchmal ist es sinnvoll, Arbeitsgebäude auszuschalten, um die Produktion dort zu stoppen. Wenn man sie später wieder benötigt, kann man sie wieder aktivieren. Einige mobile Gebäude, wie der Geologe, Kampf- und Armeelager oder Kurierposten, können verlegt werden, um sie an anderer Stelle sinnvoller einzusetzen. Dadurch fallen keine zusätzlichen Baukosten und auch keine Bauzeiten an. Du kannst Gebäude bei Bedarf auch wieder abreißen. Dadurch erhältst du einen Teil der Baukosten zurück. Ja, das ist natürlich so wie jedes Spiel, was ein bisschen nach Aufbaustrategie dürstet. Also, neu bauen ist immer teurer als umziehen lassen. So, Ingolf baut hier nochmal ganz schnell den Holzfäller. Hier oben sehen wir auch immer so eine kleine Leiste mit aktuellen Ereignissen. Hier haben wir zum Beispiel nochmal die Tutorials. Mit einem Rechtsklick können wir die ganzen beenden. Portal zu öffnen. Haben wir auch. Hier oben sehen wir, wir haben ein Gebäude gebaut und es fehlt eine Axt. Eine Axt wäre wichtig, um als Holzfäller arbeiten zu können. So, wir werden erstmal einen dieser kleinen Wikinger in uns benennen. Ich hoffe, das geht hier tatsächlich. So, wir machen hier aber einfach mal Kralle draus. Ingolf ist Kralle. Ehre 200 für alle. Und ja, Kralle ist auch unser Holzfäller, sieht man hier. Hier ganz kurz die Übersicht. Also 100.000 Ehre ist das quasi Ziel für jeden Wikinger. Kralle hat jetzt 210 Ehre erlangt. Also bis 100.000 ist es noch ein bisschen. Hunger hat jeder. Hunger kann man stillen, entweder hier durch Büsche am Anfang oder später, indem man angeln geht. Man kann Brote backen, Tiere jagen. Also auch, ich sag mal, wie in jedem stinknormalen anderen Aufbaustrategiespiel. Und dann hatten wir noch als zweites die Müdigkeit. Müdigkeit wird natürlich durch Schlaf wieder nach oben gebracht. Das entweder in Häusern oder, wenn es keine Häuser gibt, wie aktuell gerade, dann legen die sich einfach auf den Boden und pennen dann auf den Boden. Ja, hier sehen wir den aktuellen Job, beziehungsweise die Arbeit, die er gerade nachgeht. Er ist arbeitslos und langweilt sich. Und das Inventar sehen wir dann auch zu jedem. Gut, wir öffnen das Portal. Da. Und wir sehen Ehre, 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 Ehre. So, Erfolg. Wir haben den Fischer freigeschaltet. Hier sehen wir jedes Mal am Ende einer Karte sehen wir quasi die Erfolge und die Sachen, die wir freigeschaltet haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, kleine Karten zu besiedeln. Neuer Zauber, Heilzauber. Dieser Zauber heilt alle freundlichen Wikinger im Wirkungsbereich. Zaubersprüche 1. Für eine geringe Anzahl von Zaubersprüchen der Opferstätte steht dir nun ein Inventar zur Verfügung. Die Eiswikinger, eine erste Gegnerart. Die ursprünglichen Bewohner des ewigen Eises sind verdammt, zwischen den Welten zu wandeln.
Opferstätte. Durch Opferstätten oder Opfergraben kann der Zorn der Portalgötter besänftigt werden. Dazu werden wir gleich noch kommen. Götterzorn 1. Ab jetzt kommen Gegner aus den Portalen, wenn du sie öffnest. Kampflager, Kampf- und Armeelager können im Gegensatz zu anderen Gebäuden weiterziehen. Du kannst entscheiden, welche Waffen eingelagert werden und damit deinen Kämpfern zur Verfügung stehen. Auch das werden wir gleich nochmal sehen. Die Mindestgrößenerhöhung, die minimale Kartengröße wurde erhöht. Also wir haben jetzt eine etwas größere Insel, wenn wir das nächste Mal auf der Insel landen. Kaninchen als erstes, ja, ich nenne es mal Nahrungsquelle für Fleisch. Die putzigen kleinen Nager können vom Jäger erlegt werden und liefern Fleisch und Leder. Und der Fischer, ein Fischer versorgt deine Wikinger mit frischem Fisch, davon bleiben sie länger satt. Genau das werden wir jetzt alles auf der neuen Karte sehen. Aber erstmal Victory, Sieg, du hast die Mission an diesem Berg gewonnen. Und hier sehen wir dann nochmal die Übersicht, was wir alles für die nächste Mission freigeschaltet haben. Das war natürlich mega schwer, die erste Karte. So, wir sehen, schon ein wenig größer das Ganze. Da bist du ja wieder. Der erste Gang durch das Portal war mühelos zu bewältigen, aber im Spielverlauf werden die Wächter des Portals immer stärker und aggressiver. Um Soldaten für den Kampf gegen die Wächter auszubilden, benötigst du Kampf- oder Armeelager. Alternativ kannst du mit Opferstätten die Wächter besänftigen und somit auf friedliche Weise den Weg durch das Portal freimachen. Genau, das ist jetzt das erste Mal quasi uns selbst überlassen. Es ist am Anfang immer so, dass man das Portal, ich nenne es mal quasi, entdecken muss. Dazu baut man am besten Gebäude so halbwegs in der Nähe, dass sie durch die Wikinger entdeckt werden können. Und wenn man es dann freigeschaltet hat, entsteht hier bei Status. Da sieht man entweder, welche Gegner kommen würden, wenn man es öffnet, oder welche Waren man in der Opferstätte quasi einliefern oder einlagern müsste, um die Gegner, Gegner zu besänftigen. Aber wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zu. Grundbedürfnisse. Deine Wikinger werden treu und fleißig für dich arbeiten, es sei denn, sie haben Hunger, sind müde oder müssen unbedingt ein paar nette Worte mit einer anderen netten Person wechseln. Im Grunde erfüllen sie diese Bedürfnisse von ganz alleine. Allerdings solltest du unbedingt dafür sorgen, dass sie möglichst gut versorgt sind, da sie dann viel effektiver arbeiten. Wenn sie nämlich ihre Zeit damit vertrödeln, Bären zu suchen oder sich die Knochen bei einem Nickerchen unter einem Baum zu verrenken, ist das nicht so gut, wie wenn sie beispielsweise leckeres Brot zu essen bekommen und sich in einem weichen Bett mit einem Dach über dem Kopf ausschlafen können. Übrigens, für eine Pipi-Pause unterbrechen sie ihre Arbeit nicht. Machen die in die Hosen, ne? Die pissen sich also ein. So. Okay, kann ich noch nicht zeigen. Ihr seht hier die grünen Untergründe. Das sind alles Positionen, wo wir das Gebäude quasi bauen können. Und ein grüner Untergrund bedeutet, man verbraucht wenig Ressourcen. Also in dem Fall sieht man es oben. Zwei Holz bräuchten wir, um hier den Holzfäller zu bauen. Machen wir mal. Wir machen auch einen Fischer. Mit Fischern und Jägern kannst du eine gewisse Grundversorgung mit Nahrung für deine Wikinger gewährleisten. Baue einen Fischer immer in die Nähe eines Gewässers und den Jäger so, dass er in seiner Reichweite auch tatsächlich Tiere findet. Angeln und einfache Speere produziert der Werkzeugmacher. Du solltest Acht geben, den Wildbestand in den Wäldern nicht gänzlich zu zerstören. Tiere pflanzen sich mit der Zeit fort. Wenn du allerdings alle gejagt hast, kann sich das Ökosystem nicht mehr regenerieren. Genau, der Fischer, der angelt. Angeln ist, ich sag mal, unbegrenzt. Also da gibt's keine Fischanzahl, wie bei den Tieren zum Beispiel. Also hier sehen wir die kleinen Kaninchen. Wenn wir die jetzt alle quasi jagen würden und alle ausrotten würden, dann haben wir Pech gehabt, dann können wir nicht mehr weiter jagen. Machen wir hier oben das kurz weg. Beim Fischer ist es egal, der hat quasi unbegrenzte Ressourcen im Meer. Also den können wir richtig schön arbeiten lassen. Der Werkzeugmacher hatten wir gerade auch schon die Nachricht, der ist dafür da, dass er quasi unserem Holzfäller seine Axt zum Beispiel herstellt, damit der Holzfäller auch arbeiten kann. Oder dass der Fischer seine Angelrute bekommt. Und dazu ist es immer zwingend notwendig, einen Werkzeugmacher quasi zu machen oder zu haben, dass diese Bedürfnisse bzw. dann auch die Werkzeuge immer wieder produziert werden können. Ihr seht, sonst kann gerade natürlich auch nicht arbeiten, der übrigens wieder Holzfäller ist. Ist übrigens immer zufällig, also der hat nicht immer denselben Beruf. So, hier seht ihr, Ware fehlt eine Axt, der Fischer ist fertig und Ware fehlt Angel. Also auch der Fischer kann natürlich ohne eine Angel nicht arbeiten. Gerade kriegst du sogar mit der Hand hin. Dauert nur extrem lange. Okay, war früher, glaube ich, auch nicht so. Aber Kralle haut jetzt hier fleißig mit den Fäusten. Gegen den Baum, bis er irgendwann mal umfällt. So, sehr schön. Der Werkzeugmacher, da haben wir ihn.
Und dem können wir sagen, wir brauchen eine Axt. Und ihr seht, was wir dafür brauchen. Einen Ast und einen Feuerstein. Und für die Angel bräuchten wir einen Ast. Äste liegen von vornherein schon an unserem Startschrein. Oder am Startportal. Das sind diese kleinen Gnome hier. Die fallen allerdings auch später automatisch ab, wenn wir Bäume fällen. Dann ja, fallen die Äste quasi von den Bäumen mit ab. Und Feuerstein. Da sieht man es. Ab und an entstehen beim Steinerbau auch Feuersteine. Steine können wir noch nicht abbauen. Wird wahrscheinlich auf der nächsten Karte dann zu sehen sein. So. Bjarne, da sehen wir ihn. Ist gerade fleißig am Herstellen der Axt. Ja, das geht quasi nach dem Warteschlangenprinzip. Das, was wir als erstes eingestellt haben, wird als erstes produziert. Gut. Dann kann ich nochmal ganz kurz Träger erklären. Wir können jedem Gebäude, naja, fast jedem, aber jedem Gebäude, was Ressourcen oder Rohstoffe benötigt, in dem Fall ja hier die Rohstoffe für die Produktion von den Werkzeugen, können wir einem Träger zu oder einen Träger zuweisen. Der Träger hat die Aufgabe, kann man einfach machen, dass er die Rohstoffvorräte so ein bisschen auffüllt. Also ihr seht, die gute Ada ist es. Genau, da hat sie einen Felder hingebracht. Ada scheint die Trägerin zu sein. Genau. Die wird jetzt nach und nach hier die ganzen Rohstoffe auffüllen, bis es quasi bei 5 ist. Und immer wenn wieder quasi eine Ressource übrig oder wieder etwas frei geworden ist, dann wird Ada losgehen und das Gebäude wieder komplett mit Rohstoffen befüllen. Ist für manche Gebäude im späteren Verlauf durchaus sinnvoll, weil ansonsten würde Bjarne selber losgehen und sich die Rohstoffe zusammen sammeln, bis er dann quasi das hätte für die Axt oder die Angel. Was später, vor allen Dingen wenn man Waffen produziert, da ist Zeit echt viel Geld und deswegen ist es so bei, na, vor allen Dingen bei Waffenproduktion immer wichtig, dass man so ein, zwei Träger einstellt, damit man schnell hintereinander die Waffen quasi produzieren kann für seine Krieger. So, Logistik. Ein Wohnzelt. Wohngebäude erhöhen die mögliche Anzahl der Wikinger an diesem Berg, die sich dann nicht unter Bäume betten. Da kommt auch mal die Erklärung. Durch den Bau von Wohngebäuden erhöhst du die Anzahl der Wikinger, die du anfordern kannst. Außerdem erholen sich die Arbeiter, die in einem Wohnhaus schlafen, besser als wenn sie sich unter Bäume betten. Gut erholt können sie länger und effektiver arbeiten. Das, ja. Bauen wir einfach mal hier vorne noch ein Wohnzelt hin. Wenn wir auf das Startportal klicken, sehen wir Wikinger-Überblick. Gerufene Wikinger für diese Karte maximal 30. Und aktuell haben wir 7 und 10 sind maximal, die wir hier auf der Karte gleichzeitig haben können. Das würde sich mit dem Bau eines Wohnzeltes erhöhen. Ich glaube, beim Wohnzelt würden 2 Wikinger hinzukommen. Oh, weiß ich gar nicht. Und wir können auch Wikinger anfordern. Wenn wir denn das Bedürfnis dazu hätten. Also ich sag mal, normalerweise ist es so, dass wenn man ja ein Gebäude baut oder na, ein, zwei Arbeiter noch bräuchte, dann kommen die Wikinger automatisch quasi hier auf unsere Insel gefallen. Wir können aber auch, wenn wir zum Beispiel schnell neue Krieger machen wollen, die Leute auch anfordern und dann würden sie hier im Sekundentakt runterkommen und uns dann unterstützen. Ihr seht, wie gesagt, für jede Karte gibt es so eine Maximalbegrenzung, wie viele Wikinger man rufen darf. Es ist also tatsächlich auch möglich, dass man eine Karte nicht schafft, indem man nämlich alle Wikinger verbrät und dann irgendwann alle Wikinger sterben. Das wäre einer der wenigen Gründe, warum man diese Karte nicht schaffen sollte. So, Wohnzelt haben wir. Wir bauen eine Opferstätte. In einer Opferstätte kannst du die Portalwächter mit Opfergaben besänftigen, anstatt gegen sie zu kämpfen. Hast du eine Opferstätte gebaut und dort die Opferung befohlen, wird ein Arbeiter die geforderten Opferwaren zusammentragen. Er findet aber nur Waren, die sich auch im Einzugsgebiet der Opferstätte befinden. Sind die Waren zu weit weg, kannst du das Einzugsgebiet durch den Bau von Wegen und später auch mit Kurierposten vergrößern. In der Opferstätte können auch Zauber vorbereitet werden, mit denen du dann über das Zauberinventar am linken Bildschirmrand direkt Einfluss auf das Spiel nehmen kannst. Um zeitgleich mehrere Opferungen Zauber durchführen zu können, bedarf es mehrerer Opferstätten. Und ich sage mal, wir bauen die mal hier hin. Zack. Weiß ich nicht, können wir eigentlich Wege schon bauen? Und das andere wäre das Kampflager. So, das kennen wir alles. Tutorial, Tutorial. Und das Wohnzelt wurde gebaut. Und wir gucken mal ganz kurz. Okay, 4.
sind neu. Also Wikinger-Kapazität plus 4 mit so einem kleinen Wohnzelt. Gibt später aber auch noch größere Wohngebäude. So, das bietet Platz für 10 Einwohner. Also 10 Betten. Es ist allerdings so, bei den Wohnzelten, die bieten nur Platz für Arbeiter. Also zum Beispiel, also jetzt für den Werkzeugmacher plus den Träger, also Bjarne und Edda und Kralle. Bjarne, Edda, Kralle. Alle, die quasi so frei hier umherwirbeln, die schlafen tatsächlich auf der Straße. Oder, wie in dem Fall der Fischer, der ist ja nicht im Einzugsgebiet des Wohnzeltes. Also hat er Pech gehabt und der wird auch unter der Erde oder unter dem Baum schlafen. Es bezieht sich tatsächlich nur auf die Gebäude, die im Einzugsgebiet dieser Wohnzelte sind. Die wohnen hier. Und davon könnten es maximal 10 sein. Boah, fällt mir eine Konstellation ein, wo die 10 durch das eine Wohnzelt abgedeckt werden können? Ich glaube, fast gar nicht. Ja, also deswegen sollte man bei Wohnzelten immer darauf achten, dass sie im Einzugsgebiet viele Gebäude haben, dass dann auch dementsprechend viele in dem Wohnzelt schlafen können. So, Opferstätte ist fertig. Ein Wikinger muss in der Nähe gewesen sein, um es öffnen zu können. Okay, wir bauen einfach mal eine Kampfstätte dahin. Ich will allerdings nur, dass da ein Wikinger hinläuft. So, wir erhöhen mal ganz kurz die Geschwindigkeit. Denn wir müssen mit einem Wikinger in der Nähe vom Portal sein. Dann, ja, haben wir es quasi entdeckt. Werden wir gleich sehen. Da haben wir es entdeckt. Und jetzt reiße ich das Ganze wieder ab. Zack, jawohl. Denn ich will es einfach nur entdecken. Und wir sehen, es gibt entweder, ja, zwei Möglichkeiten. Wenn wir das Portal sofort öffnen, würden zwei Portalwächter rauskommen, also Eiswikinger in dem Falle. Die müssen wir besiegen. Wenn wir die beiden besiegen würden, dann hätten wir die Karte quasi geschafft und das Portal, ja, quasi freigeschaltet. Oder die andere Möglichkeit, wir müssen 5 Holz sammeln, das kann man nämlich hier machen. Und wenn wir 5 Holz gesammelt hätten, würden wir die beiden Portalwächter besänftigt haben, die würden dann abziehen und auch dann hätten wir die Map geschafft. So, also 5. Ich mache jetzt einfach mal hier 3 Träger. 5 Holz ist natürlich schnell gemacht. So, jetzt haben wir schon 2 von 5. 3 von 5. 4 und mit Ragnar haben wir 5 von 5. Opferung auslösen. Fahrt, Erfolg, ja. Hier sehen wir die ganzen neuen Erfolge. Aber wir haben die Wächter besänftigt und können das Portal ohne Angst zu haben öffnen. Portal geöffnet. Du hast das Portal nach Valhalla geöffnet. Mach dich bereit, denn bald werden die Portalwächter versuchen, deine Wikinger am Durchschreiten zu hindern. Beschütze unbedingt das Startportal in deinem Dorf. Ist dieses verloren, gibt es für deine Wikinger keine Rettung mehr. Genau, das wäre der zweite Fall zu verlieren, nämlich indem das Startportal von den Gegnern zerstört wird. Auch dann wäre die Karte quasi misslungen und wir müssten bei einer oder auf einer neuen Karte von vorne anfangen und es erneut versuchen. So, ich würde sagen, das Portal betrete ich gleich jetzt. Victory. Hier noch die Erfolge. Auf der neuen Karte haben wir eine Sägemühle. Ein Lager, Fahrt, also wir können Wege bauen. Wir haben Schneeboden, kleine Sockel, mittlere Sockel, Farm, Steinbruch, Brunnen, eine Brauerei, ein Nachschublager, Steinmetz und die mittelgroße Karte ist freigeschaltet worden. So, das war's erstmal für die erste Folge von Valhalla Hills. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, falls ja, oder einen Kommentar und schaltet auch zur nächsten Folge von Valhalla Hills wieder hinein. Bis hierhin erstmal vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao und tschüss.